Mir wurde zu oft gegen den Kopf getreten. Da hat der gute alte Heike mich hops genommen. Aber schauen wir uns das erstmal an. Ich finde den Mazdaq korrekt, ich finde ihn witzig und unterhaltsam. Ich gönne ihm das auch von Herzen, das ist total verdient. Ah, okay, war das falsche Video. Als könnte man nicht seine Meinung über einen Menschen ändern. Nächste Woche vergewaltigst du eine und ich muss dich dann immer noch feiern. Weil du irgendwas Besonderes bist oder was? Oh, oh, da haben wir den aber hops genommen. Der ist richtig gut darin, Stimmen zu verändern. Er hängt sich Bilder von fremden Männern hinten auf. Oh, ich habe jetzt so viel zur Auswahl, so viele Männer, die ich geil finde. Und jetzt kommst du auch noch dazu. Und du hast auch noch lange Haare, weißt du? Guck mal, jetzt bin ich auch noch geil auf dich. Du bist schon vergeben und trotzdem bin ich geil auf dich. Ich will dich ausspannen. Ich hatte damals in meiner Klasse ein kurdisches Mädchen, die hatte auch lange Haare und Bart. Und die fand ich geil. Da kommt er mit so einem alten Video an, ja? So ein Interview, was ich vor Monaten geführt habe. Sagen wir mal, du hast vor 5 Monaten jemanden umgebracht und die Polizei klärt das 5 Monate später auf. Als ob die Menschen dann sagen, ach, der ist doch schon 5 Monate tot. Scheiß auf den. Da musst du gar nicht mehr aufklären, den Fall. Lass den dort im Teich liegen. Oh, wir haben ihn exposed. Ich bin so dreckig. Wie du versuchst, deine Wut zu unterdrücken, indem du so machst. Ja, geil. Ich hab dich erwischt. Ich hab dich abgefahren. Guck dir mal die Klicks bei mir an. Läuft sowieso nicht. Letztes Video 17.000 Aufrufe auf 200.000 Abonnenten ist. Mich interessiert das gar nicht, ob du damit Klicks machst oder nicht. Mich interessiert nur die Wahrheit. Und die pack ich auf YouTube aus. Als ich die 100.000 Abos erreicht habe, kein einziger hat gratuliert. Du bist doch schon 40 Jahre alt. Du bist doch gar kein Geburtstagskind mehr. Redet mir hier über Gratulationen, ey. Willst du, dass die Leute dir ein Lied singen? Hat ein Video gemacht, hat behauptet, es wäre fake. Ausgerechnet bei dem Video hat er ins Klo gegriffen, ja? Wo bleiben denn die Beweise? Du hast jetzt 2-3 Minuten über iranische Rapper geredet, die ihre Münder bewegen. Männer, denen du dabei zusiehst, wie der Mund sich bewegt und Speichel aus dem Mund kommt. Warum holst du zum Beispiel nicht die Prostituierte oder irgendwas? Du kannst ja eine Sprachnachricht von ihr abspielen, wie die Stimme fällt. Wo sie sagt, ja, dank Mazdaq gehe ich nicht mehr anschaffen. Hab Nachrichten geguckt, ich hab von Comedians Anfragen gekriegt, von anderen DSDS-Teilnehmern, von, was weiß ich, irgendwelchen Musikern, Rappern, die irgendwas exposen wollten. Hey, du tust so, als würde jeder Rapper dich kennen oder als würdest du jeden Rapper kennen. Ich verstehe gar nicht, warum man sowas erwähnen muss. Junge, du bist größenwahnsinnig. Du erzählst, dass Leute durch dich Bushido kennen. Wie viel habe ich bis jetzt für dich gemacht? Wie viele Fremdklicks hast du durch mich gekriegt? Leute haben unter meinen Videos geschrieben, boah krass, Bushido kannte ich gar nicht. Der ist ja aus meiner Generation. Und ich habe mir gedacht, okay, das könnte gute Klicks bringen. Bis ich da hingegangen bin, hab mit der geredet, hab gesehen, das ist echt eine arme Socke, ja, mit 2 Kindern. Und ja, die wollte das für Fame machen. Hat man, glaube ich, sogar im Video gehört. Ich habe das, glaube ich, gezeigt, ich weiß es aber nicht. Wo die sagt, ja, kein Problem, kannst mich zeigen, dies, das. Wo ich dann meinte, nein, du hast 2 Kinder, so. Du hast es ja nicht im Video gezeigt, du laber Scheiße. Es geht dich einen feuchten Dreck an, ob ich verheiratet bin, ob ich ein Kind habe, ob ich mich dann neben so einer Frau setze und mit ihr rede, ein Interview führe. Wenn es mich nichts angeht, warum geht es dich dann etwas an, ob Miguel Pablos Freundin gut oder schlecht ist. Das hatte ich doch genauso wenig zu interessieren. Das ist doch sein Privatleben. Vor allem ist es auch noch ein psychisch kranker Junge. Die Freunde aus seinem Umfeld. Nachdem ich die Nachricht von dem Kollegen von ihm gelesen habe, dass ihn ein eigener Freund, der sogar Bilder mit dem hochgeladen hat, hassen muss. Es sind nicht meine Freunde. Ich bin ein Misanthrop. Ich habe kaum mit Menschen zu tun. Eine interessante Info in dieser Nachricht drin. Nicht diese Story, dass er Schuhe lecken musste von irgendeinem Typen, weil er zu frech war oder so. Ja, das haben mir mehrere Leute geschrieben. Er sagt, die Story findet er nicht wichtig mit dem Schuhe lecken, aber erwähnt sie. Guck mal, es war so. Ich und ein Kollege haben mal bei einem aufgemacht und alles. Und der hat dann am nächsten Tag in der großen Pause seinen Cousin oder irgendwie jemanden geholt. Der war 3 Stufen über uns. Der kam dann zu uns in der großen Pause auf den Schulhof und dann meinte er zu mir, du küsst meine Schuhe oder ich schlag dich. Ich habe seine Schuhe nicht geküsst. Ich habe Schläge bekommen. Ich hatte damals nur Stress in der Schule. Ich war wirklich beim Schulpsychologen. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Das ist halt so. Wie alt war ich da? 13, 14? Und ich habe die Schläge in Kauf genommen, anstatt die Schuhe zu küssen. Tritte gegen Kopf. Mag ich. Feier ich. Vielleicht sterben. Noch geiler. Da muss ich mir nicht so Menschen wie Mazdaq angucken, wenn ich sterbe. Nicht diese Story, dass er Schuhe lecken musste von irgendeinem Typen, weil er zu frech war oder so. Ja, das haben mir mehrere Leute geschickt. Aber wie der so tut, so mehrere Leute. Ich finde das geil. Es gibt eine Gruppierung, die mich hasst von damals aus der Schule. Ich weiß ja, wer ihr seid. Das ist ja das Geile. Und irgendwann kommt ein Video, wo ich eure Gesichter zeige, Sachen über euch erzähle, mit alles drum und dran. Das ist doch geil. Das ist doch dreckig, oder nicht?
ehrlich. Ich mache euch psychisch krank und was wollt ihr machen? Irgendwelchen YouTubern wie Mazdak schreiben, die noch nicht mal Klicks ziehen. Ich will sterben und gehasst werden. Das ist geil. Weiter so. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Weiter. In diesem Video, was er exposed hat, wo er die Stimme zurückgepitcht hat, ein richtiger 31er Köter, so ein kleiner. Ich brauche hier gar keine Namen zu nennen, ja? Ich sag nur der Zauberer von... Der Zauberer von? Ey, was machst du denn da, Alter? Ost-TV war das. Ey, ihr kennt den, der hat auch damals Lejanko hochgenommen. Wenn alles nicht stimmt, warum regst du dich dann darüber auf, dass er zum Beispiel die Stimme runtergepitcht hat? Nehmt euch in Acht vor falschen Freunden da draußen, ja? Vor allem die, die euch einen gegenüber machen von wegen, wir sind euch loyal, dies, das, tralala. Du kannst doch nicht ernsthaft von mir erwarten, dass ich dir gegenüber loyal bin. Ein ABK, der dich damals gepusht hat, den hast du verkauft, nur damit du bei einem Boxturnier mitmachst. Du weißt ganz genau, was der Baha über ABK alles gesagt hat. Aber dir war das egal. Du dachtest da auch nur an dein Fame, Hype oder was weiß ich. Und hat es dir was gebracht? Nein, gar nichts.